Ach, bald ist es vorbei mit fertig. Yeah, Freunde, ihr könnt euch freuen. Bald ist es vorbei. Yeah. In der letzten Folge von Super Mario Party. Wir haben schon einen sehr großen Teil des Flusses erkundet. Es fehlen nur noch drei kleine Abschnitte. Und danach sind wir fertig mit dem Raft-Modus. Leider wiederholen sich die Minispiele relativ schnell, was ziemlich schade ist eigentlich. Ansonsten macht der Modus echt super viel Spaß. Yo, willkommen zurück zum River Survival Mode, zum Raft-Modus. Wir betreten heute wieder einen neuen Pfad, den wir bisher noch nicht entdeckt haben. Und erstmal starten wir mit fertig los. Wir haben hier noch zwei Ziele vor uns und drei Wege. Hier ist der erste von den drei Wegen, die uns noch fehlt hier. Und soweit ich weiß, gibt es später auch noch einen schwierigeren Modus von River Survival, wo diese Uhren zum Beispiel nur eins, plus eins bringen oder sowas. Aber keine Ahnung, wo wir den herbekommen. Muss ich mal gucken. Vielleicht bekommen wir den ja, wenn wir alle fünf Wege abgeschlossen haben. Und die CPUs sind halt dämlich, nach wie vor. Daran hat sich nichts geändert und ich lasse diesen Minispielballon jetzt automatisch. Ich lasse den absichtlich aus, weil ich keinen Bock habe auf ein Minispiel. Die Minispiele sind aber nur langweilig und wiederholen sich. Und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ja, ist halt so. Und dadurch, dass wir hier eh nicht im schweren Modus sind, müssen wir die Minispiele wirklich nicht mitnehmen. Also ja, das passt schon. Wir haben noch 150 Sekunden und sind bald wieder an der Abzweigung. Alter, Leute, komm. Ey, ey. Nee, weißt du, Luigi ist halt auch so ein inkompetenter Lappen. Der kann gar nichts. Der paddelt einfach in irgendeine Richtung, wo ein Stein ist. Ich meine, wo sind wir denn hier? So, kommt, holt ihr euch bitte. Nee, den Booster, den holt ihr euch nicht. Na gut, dann halt nicht. Komm, holen wir uns diesen speziellen Ballon noch bitte. Please. Ja, jetzt schaffen wir es. Wunderschön. Den Ballon schnappen wir uns. Und das heißt, wir machen wieder einen Zeitraffer. Hat dann wohl leider doch nicht ganz gereicht, dass wir fertig, yeah, sodass wir den S-Rang bekommen, aber ist ja egal, die 30 Sekunden, die wir dazu bekommen, die passen da ehrlich gesagt auch. Also, ja, alles gut. So, einmal nach links paddeln, weil die Comms bekommen das eh nicht geschissen. So, und jetzt nehmen wir mal, oh, das sieht mir nach einem Mega-Blooper aus. Na dann, ja, ist eh scheißegal, ne? Ich meine, Bosse gibt's ja auf beiden Seiten, wie es aussieht. Hier ist der Mega-Blooper und da rechts ist Kamek. Also, joa, Kamek sparen wir uns bis zum Schluss auf, würde ich sagen. Aber jetzt sind erstmal wieder die Bloopers am Start. Und die jucken mich halt so überhaupt nicht. Komm, wir paddeln hier ganz an den Rand. Was richtig viel gebracht hat, Mensch. Wow. Das heißt, wir müssen uns jetzt diesen Minispielballon holen, weil wir es ansonsten vielleicht zeittechnisch nicht schaffen würden, was ich zwar nicht glaube, aber naja, das ist noch immerhin eins der angenehmeren Minispiele, die man schnell hinter sich bringen kann. Jawohl, ja. Haben wir es auch schon geschafft. S-Rang geschafft. Fertig. Alles klar. Yeah. Ja, Donkey Kong zeigt seine Zähne so richtig fett, ja. Da denkt er sich so, yo, Freunde, guckt euch mal meine Zähne an. Ich war beim Zahnarzt. Wie gefallen die euch so? Ja, ungefähr so wird sich Donkey Kong das denken, schätze ich. So sieht's zumindest aus. Paddelt doch! Oh. Hey, mit Computerspielern macht das null Spaß. Und dann muss ich diese ganze Rotze hier nochmal spielen für den letzten Ausgang. Ey, Gnade mir Gott, ey. Oh. Meine Güte. Ey. Spaß, Freunde, Spaß. Ja, da kommt ein Mega-Blooper. Das heißt, wir paddeln hier einmal ganz rechts ran, oder?
Oh, das wird nichts. Okay, man wird da reingesungen. Schnell weg vom Mega-Blooper. Los paddeln, was das Zeug hält. Achso, der snackt sich jetzt richtig viel Zeit von uns, ne? Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn er uns komplett rangesogen hätte, dann hätten wir vielleicht ziemlich viel Zeit verloren. Kann natürlich auch sein, ne? So, komm, holt euch die 3 Sekunden. Nö, holt ihr euch nicht, ist auch okay. Passt schon. So, schafft das jetzt die 2. Ja, das haben sie noch geschafft, gerade so. Okay, alles klar. Und jetzt fahren sie hier wieder fast komplett gegen den Rand. Ich sage einfach gar nichts dazu, ehrlich gesagt, ne? Fertig, yeah. Wow, Glückwunsch, danke dir. Du komischer Erzähler. Ich hasse dich. So. Jetzt haben wir den Weg da auch mal gesehen. Und das heißt, als letztes fehlt uns noch der Weg mit Kamek. Und dafür muss ich nochmal alles hier machen. Ich freue mich. Weiter geht's ab ins Finale, Freunde, auf dem Kamek-Weg. Mal gucken, was hier jetzt abgeht. Zeitbonus und fertig. Yeah! Okay, der letzte Weg, der letzte Abschnitt, der uns hier erwartet. Kameks Fluch. Was ist denn dein Fluch, Kamek? Du bist hier unser letzter Kontrahent. Was passiert hier? Okay, das ist ja jetzt nicht so krass. Er baut vor uns einfach so ein paar Hindernisse auf. Okay. Ja, ist okay, ne? Welches Minispiel bekommen wir? Ach, das Ding, ja, das ist nett. Ja, falls jemand fragen will, ich habe meinen Einsatz wieder verkackt. Wieso? Ja. Nice, ne? Ich bin so gut. Geschafft. Fertig. Yeah. Oh, bald ist es vorbei mit fertig. Yeah, Freunde. Ihr könnt euch freuen. Bald ist es vorbei. Yeah. Okay. Haben wir uns einen fetten Bonus gesnackt. Für die letzten paar Meter. Was machst du, Kamek? Mein Freund, was machst du? Okay. Das war ja tatsächlich ziemlich nett. Danke dir. Was macht er jetzt? Okay. Die fetten Cheep-Cheeps, die genau gar nichts gemacht haben. Und Luigi lenkt die ganze Zeit nach links. Es ergibt für mich keinen Sinn. Hä? Was macht Kamek denn da? Was macht Kamek denn da? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Lässt er die Felsen jetzt auch wieder verschwinden oder was ist los? Jungs, paddelt darüber zu den Noten. Ich hätte die Noten ganz gerne. Okay, er verwandelt die Felsen in Fische oder was? Oh, fuck. Ja, er verwandelt die Felsen in Fische. Aber genug Zeit haben wir ja, also tut uns das nicht weh, dass wir hier gerade fett zurückgeschmissen wurden. Holen wir uns noch einen letzten Minispielballon. In Pinguinhirten. Yeah, wir haben es geschafft, Freunde. Gerade noch auf dem S-Rang. Aber ich meine, ich muss sagen, es ist ein bisschen zu einfach alles. Ich meine, es gibt einen schwierigen Modus. Wie gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es einen schwierigen Modus später noch. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt, nachdem ich den einfachen Modus jetzt so gespielt habe, nicht wirklich viel Lust, das Ganze nochmal auf schwieriger zu spielen. Weil ich muss schon sagen, dass es ziemlich langweilig ist. Ja. Es ist wirklich hart langweilig, muss ich sagen. Die ganze Zeit hier bis ganz nach vorne zu fahren, auf Wegen, die wir schon lange gesehen hat. Und, ja, ich weiß nicht. Da hätte man ruhig ein paar Schnellreiseziele einbauen können. Ehrlich gesagt. Weiß nicht. Naja, damit haben wir alles vom Raft-Modus gesehen, denke ich. Wie gesagt, wir werden halt jetzt wahrscheinlich noch eine neue Schwierigkeitsstufe freischalten. Gehe ich mal davon aus. Was haben wir da gerade bekommen? Wir haben da gerade 7800 oder so bekommen. Dafür, dass wir den kompletten Dings-Modus abgeschlossen haben. Mir ist zu aus. Okay, der Raft-Modus ist abgeschlossen. Du hast beim Raft-Abenteuer alle Routen erkundet. So was erlebt man nicht alle Tage, was? Man braucht viel Mut, um jeden der Flussarme zu erkunden, ohne zu wissen, wohin der reißende Strom eintragen wird.
um den erfolgreichen Abschluss deiner Reise volle Gefahren zu würdigen, bekommst du diesen Mutjuwel. Okay, danke schön für diesen Mutjuwel. Ich war richtig mutig. Merkt man ja, ich war richtig mutig, River Survival zu spielen. Noch zwei Juwelen, dann hast du alle schon. Mehr als die Hälfte. Ja. Geil. Waluigi ist der Boss. Ja, würde ich mal behaupten. Waluigi ist der Boss. Bis zum Ende geschafft. Glückwunsch. Du hast den Mutjuwel erhalten. Okay. Jetzt verfügbar. Schwierig. Alles klar. Aber auf schwierig. Vielleicht zocken wir das mal in einem Stream. Was gibt's hier? Ja, schwierig. Drafting heraus mit hohen Ansprüchen an das Können. Wobei, sollen wir eine Runde machen? Ja, okay, komm. Machen wir eine Runde. Minigames cutten wir raus. Machen wir eine Runde auf schwierig. Die Arme sollten ja nach wie vor erkundet sein. Hoffe ich, dass sie noch erkundet sind. Ich schätze nicht, dass es eine neue Map oder so ist. Das bezweifle ich tatsächlich. Von daher, jo, ne. So sieht's aus. Spielen wir das noch ganz kurz. So, ne. Ach was. Die Arme sind nicht mehr erkundet. Ja, wie gesagt, wir machen einfach einen Durchlauf. Minigames machen wir. Machen wir, aber ich cutte die euch raus. Und da vorne wartet der erste Ballon, aber der ist orange. Was? Was ist da los? Yo. Alles klar. Was ist denn da los? Jungs, was ist der orange Ballon hier? Ein Minispiel? Ja. Okay, für den S-Rang bekommt man nur noch 25 Sekunden und fürs Abklatschen 2 Sekunden. Und hier bekommt man nur noch einen Zeitbonus von 5 Sekunden. Okay. Wow. Krass. Okay, weiter geht's. Ja, das macht das Ganze hier schon ein bisschen spannender. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig. Okay, komm, hol den Ballon. Okay, gut, dann halt nicht. Ja, anprallen sollst du deshalb aber auch nicht. Weil anprallen macht's echt beschissen. Okay, na gut. Wir gehen den ganz rechten Weg einfach. Gehen wir hier rüber. Sehr gut, Zeitbonus plus 5 Sekunden und abklatschen auch. Nein, kein Abklatschen. Hier gibt's kein Abklatschen in dem... Oh mein Gott. Okay. Jeep-Jeep-Gefahr ist hier jetzt angesagt. Oh, oh. Der Modus, der scheint mir wirklich schwer zu sein. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt nur in diesem einen Part hier. Da wir ansonsten einen relativ kurzen Part gehabt hätten. Und deshalb machen wir das jetzt. Und jetzt haben wir schon wieder einen Minispielballon verpasst. Und das ist, glaube ich, so eigentlich in diesem schwierigen Modus schon so ein bisschen das Killer-Kriterium. Einen Minispielballon zu verpassen. Ich meine, wir haben hier jetzt gerade ein 30-Sekunden-Limit bekommen. Zeitbonus, ja, wir sind noch nicht mal bei 30. So, oh. Leider auch wieder nicht das beste Ergebnis. Ich stelle mich schon ein bisschen blöd auch an, muss ich zugeben. Luigi, was paddelst du denn eigentlich, Alter? Was ergibt es für einen Sinn, dass Luigi paddelt? Oh, 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 oh. Das war gar nicht gut, aber es hat uns zumindest nicht zurückgeworfen. Das ist ja schon mal was. Jawohl. Perfekt, Freunde. So wollte ich das sehen. Gut, dann gehen wir halt hier in die Stromschnellen. Schnell in die Stromschnellen, Freunde. Es gibt nicht zufälligerweise Abklatschen. Nein, kein Abklatschen. Okay, hier im schwierigen Modus sind sie beinhart, ne? Hm, Stromschnellenstrecke. Wir sollten keine Stromschnellen verpassen. Wir sollten wirklich keine Stromschnellen verpassen. Ja, das hat gezählt. So, und jetzt brauchen wir ganz dringend einen Minispielballon. Ganz, ganz dringend. Oh mein Gott. Jawohl. Jawohl, Freunde.
Wir sind, glaube ich, am Arsch. Jo, wir sind offiziell am Arsch, Leute. Das war's. Okay. Freunde. Der schwierige Modus ist wohl tatsächlich schwierig. Puh. Okay. Wollt ihr, dass wir uns den schwierigen Modus mal zusammen anschauen? In einem Stream oder so? Oder eher nicht? Schreibt das mal in die Kommentare. Und jetzt reden wir erstmal mit Toady. Hast du irgendein Update für das Toad-Tablet? Nein. Sticker? Ja, habe ich schon mal verwendet. Ja, ja. Ja, richtig super, ne? Ich weiß Bescheid. Okay, einen neuen Typen haben wir hier aber nicht irgendwo, oder? Ich glaube tatsächlich nicht. Der würde, glaube ich, hier hinten immer stehen. Doch, Knochentrocken, mein Freund, Digga. Klapper, 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 ne? Klapper, klapper, die Klapp, Klapp, klapper, klapper, ja? Auf geht's, Diggi. Alles klar, nehmen wir dich mit anstatt Luigi. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Knochentrocken ist am Start, Freunde. So. Gibt's sonst noch etwas, das sich hier auf der Overworld getan hat? I don't think so. Und deshalb würde ich sagen, kaufen wir uns mit den Partypunkten hier was. Und zwar kaufen wir uns einfach hier die ganzen Tipps. Ich meine, später können wir uns da ja noch irgendwas kaufen anscheinend. Wahrscheinlich, nee, was können wir uns da bitte eigentlich kaufen? Ich meine, es sind noch so viele Fragezeichen. Was sollen wir mit diesen ganzen Fragezeichen? Ich meine, hier haben wir Party-Infos, Würfel, Würfel, Würfel. Über Spielbrett ziehen. Welche Items wann? Was? Duellhandschuh? Was? Was? Was ist ein Duellhandschuh? Den haben wir noch nie bekommen. Den haben wir noch nie gesehen. Die Bedeutung von Verbündeten. Ja, Verbündete kenne ich. Abgelegene Itemläden. Ja, haben meistens die besseren Items. Schwimme gegen den Strom. Ja, 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 ja. Dominorin Schatzsuche. Okay, die Schatzsuche. Goldrauschmine. Vitaminreiche Wege. Ja. Warpbox. Was? Hä? Was ist denn... Ach so, das sind Items aus dem Teammodus. Ich dachte schon. Das sind Items aus dem Teammodus anscheinend. Spukmatzglocke. Hä? Fette Beute mit der Doppelkarte. Okay, das sind alles Items aus der Doppelparty, ne? Okay. Das ist ja krass. Okay, das ist wirklich krass. Teams, Turbo-Team, zuverlässiges Team, Münzensammler-Team. Oh, da werden geile Teams vorgeschlagen. Da müssen wir eventuell drauf achten. Bitte lächeln, okay. Mysteriöse Flussrisse, mysteriöse Magier, ja, ja. Rhythmus spüren, ja, den Rhythmus haben wir schon gespürt. Den Rhythmus spüren, das ist ziemlich geil eigentlich. Den, mag ich den Rhythmus. Kampf aufs Quadrat, Rekorde, kennen wir alles online. Marioton ist der größte Schrott. Dann haben wir hier den Freizeitraum, den werden wir uns auch in irgendeinem Part noch angucken. Das ist das, wo man mehrere Switches miteinander verbinden kann. Wie man Sticker erhält. Auf dem Partyplaza Birdo ansprechen. Für ein paar Sticker. Okay. Was haben wir hier denn Neues? Was leuchtet hier denn? Das Raft-Abenteuer. Was ist denn da neu? Das ist gar nichts neu. Okay. Ach so, jetzt weiß ich auch, wie wir die Gold bekommen. Wahrscheinlich im schwierigen Modus werden die Gold. Im normalen Modus Silber und im schwierigen Gold. Das wird es wahrscheinlich sein. Okay, wenn wir schon darauf aufmerksam gemacht würden. Birdo, hast du einen geilen Sticker für uns? Yo, alle Waluigi, was geht? Also beantwortest du mir eines. Hättest du lieber einen Goldpaddel oder einen Goldbarren? Ein Goldpaddel natürlich. Boah, eine gute Wahl. Der Wunsch sei mir Befehl, Dingi. Mit diesem Paddel bewältigst du auch den reißenden Fluss. Damit soll das Raft-Abenteuer für dich zum Kinderspiel werden. Versuch's doch mal. Was? Yo, Waluigi, willst du einen Sticker? Das bringt mich auf eine Idee. Wen nimmt man den Gewinner bei Mario Party? Superstar. Wow, das war richtig, Waluigi. Hier, bitteschön. Ein Blooper-Sticker, dankeschön. Dafür wird die nächste Frage dann super schwer. Okay, was ist die nächste Frage? Also. Welche Geräte unterstützt dich auf der Partyplaza mit nützlichen Informationen? Toad-Tablet, Kamek-Tablet, ja, ja, genau. Oh, Alter, richtig krass. Hier, bitteschön, den Stern-Sticker. Okay, hast du noch was für uns? Yo, Waluigi, das Quiz, aber passt im Moment schlecht. Komm später wieder, dann überlege ich mir ein paar Fragen. Alles klar, Birdo, gar kein Ding. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Freunde. Bis dahin und tschüss.